Stop that. I hear him chatting the noise, move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys, man so tough, but minds keep walking. Just too sharp with the prize, white girls let it tell me I'm awesome, yeah. Like fire on the pan, if you wanna touch my please use caution. Cold like 0 degrees, I'm out the cage, gotta let out the beast. Revolutionary guy, let out the streets. Und damit herzlich willkommen zum Saisonfinale der FC Heidenheim Trainerkarriere. Wir sind momentan auf Platz 3, das heißt, wir wären auf dem richtigen Weg Richtung Aufstieg. Sind letzte Episode leider ganz knapp gegen Gladbach rausgeflogen. Ich würde sagen, heute spielen wir gegen Bremen zu Hause und werden das letzte Spiel gegen Karlsruhe machen. Schreibt auch sehr gerne weitere Transfervorschläge, Kommentare für die nächste Sommertransferphase. Hier sind ja noch die meisten drauf, die ihr mir geschrieben habt, und deswegen, ich würde mich sehr freuen, wenn da noch weitere hinzukommen. Jetzt geht es aber erstmal ran gegen den SV Darmstadt 98. Wird, denke ich mal, nicht so einfach, aber wir gehen trotzdem 0-2, Malone und Schöpner treffen. Jetzt geht es ran gegen Werder Bremen, wird natürlich nicht so einfach, aber wir geben unser Bestes. Wir müssen mal gucken, wir gucken jetzt von Spiel zu Spiel einfach, ob das was mit dem Aufstieg wird oder nicht. Wir machen jetzt einfach so, dass wir einfach probieren, wie es zu gewinnen, also eigentlich so wie immer, und dann schauen wir mal, wo wir am Ende landen. Da haben wir Malone auf Kleindienst und der probiert es mal das erste Mal. Jetzt kommt Bremen über Assalé. Mbombe schickt den nochmal zurück und das war ein ganz klarer Fehler. Sonst, also das hätte eigentlich das 1-0 sein müssen, aber die haben das einfach selber nicht auf die Reihe bekommen. Oh, guter Ball auf Assalé müsste das sein, genau. Gegen Daland, aber Daland kriegt es hin. Jetzt vielleicht nochmal im Nachsetzen, Mbombe, und da wäre es fast passiert. Assalé schiebt ihn raus auf Dug, stellt nochmal zurück zu Groß. Spielt den Ball in die Mitte, Assalé und Müller mit einer Glanzparade. Nein, guter Ball auf Schmid. Und Müller, also der macht heute ein Weltklasse-Spiel. Marvin Dug, Starland. Wir sind jetzt gerade nur noch mit dem Verteidigen beschäftigt. Dug nochmal, Groß, Assalé, Schmid, zack, Müller. Also ich muss aber auch sagen, irgendwie kommen wir gerade gar nicht wirklich hinterher. Guter Ball raus. Den eingewechselten Kühlwetter. Pass kommt gerade so an bei Clement. Guter Ball von Brenet. Schraubt den Eimer nochmal ab. Da haben wir Clement. Oh, und was eine Parade von Pavlenka. Guter Ball auf Malone. Und da haben wir Kühlwetter. Und er macht in der 90. Spielminute den 1-0-Siegtreffer. Ob es jetzt verdient ist, weiß ich nicht. Aber das nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit. Es war einfach gar kein Durchkommen. Dann Malone auf Kühlwetter. Und dann mussten wir da einfach abschließen. Das war ein satter Schuss. Fast ins Eck, viertes Tor in 20 Spielen. Das Spiel ist jetzt auch aus. Ich finde es ein bisschen unverdient, muss ich sagen, weil wir waren in der ersten Hälfte ein Stück weit besser und Bremen halt in der zweiten. Da hat einfach auch uns der gute Kevin Müller deutlich gerettet. Ja, wenn man auf die Thema mal hier drauf vielleicht guckt, dann geht es vielleicht in Ordnung. Aber naja, es hätte halt auf beide Seiten, sage ich mal so, kommen können, wer gewinnt so, ne? Ja, und somit können wir uns ein bisschen auf den dritten Platz absetzen. Es sieht mal noch gar nicht so schlecht aus. So, jetzt müssen wir weitermachen natürlich gegen St. Pauli. Wird jetzt nicht so einfach, aber wir gewinnen trotzdem. Wir haben momentan Lauf, Malone, Brenet trifft sogar als Linksverteidiger und der gute Florian Pick nach seiner Einwechslung. Es läuft momentan. Wir werden nichts ändern bei der Aufstellung, weil die gerade eben schon so gut funktioniert hat. Jetzt gegen Nürnberg wäre auch natürlich ein Spiel gewesen, was wir selber spielen hätten können. Aber der gute Kleinis denkt sich, no, das kann ich auch selber machen mit dem Doppelpack. Also der Kerl, der ist auch on fire. Also der ist in den Simulationen sowas von on fire. Ich komme halt mit dem Ingame nicht so wirklich klar, weil der halt so ein bisschen wie so ein Panzer ist. Aber er sichert sich vielleicht jetzt hier noch die Torjägerkrone. Das wäre natürlich nochmal ein i-Töpfelchen. Wir sind jetzt einfach auf dem zweiten Tabellenplatz. Das ist wirklich gut. Wir haben ganze 8 Punkte Vorsprung auf den HSV. Und ja, jetzt geht es erst nochmal ran gegen Schalke. Das wird auch jetzt nicht so einfach. Vielleicht können wir nochmal kurz auf unsere Jugend schauen. Und zwar haben wir nämlich hier den guten Brunner. Den werden wir auch mal jedenfalls zum Profi befördern. Und dann noch den guten Dahl. Den werden wir auch mal zum Profi befördern. Der Rest
ich weiß es nicht, also die beiden werde ich mal weiterhin drinnen lassen, aber hier die beiden, die werde ich mal freigeben, das wird, glaube ich, eher nichts mehr. Aber Hitter hier sieht nochmal ganz interessant aus, der hat ein relativ gutes Rating und der hat nochmal ein relativ gutes Potenzial. Schalke hat mit dem Aufstiegsrennen soweit gar nichts zu, also wirklich gar nichts mit zu tun in dieser Karriere hier. Spielen aber trotzdem nur 2-2. Malone im Doppelpack, ich habe ihm jetzt nochmal die Chance gegeben, hat sie auf jeden Fall genutzt. Ja, so ein 1-1 auf Schalke, also das geht voll in Ordnung, das geht wirklich in Ordnung. Also gegen Erzgebirge Aue, wenn ich ganz ehrlich bin, ohne jetzt Erzgebirge Aue irgendwie frech zu wirken oder so, aber das müssen wir ganz klar gewinnen, wenn wir aufsteigen wollen, und das machen wir auch mit dem 2-1, Föhrenbach trifft, genauso wie Kleindienst. Deswegen müssen wir auch gegen Holstein Kiel gewinnen, oder mindestens einen Punkt mitnehmen. Nimm einen Punkt mit, ist doch in Ordnung, aber natürlich bitter, wenn man in der 88. Minute den Ausgleich bekommt. Ihr könnt auch mal sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob das jetzt für euch zu viel Simulationszeug ist oder ob man sagt, okay, spiel doch bitte in der nächsten Saison ein paar mehr Spiele. Ja, das könnt ihr mal sehr in die Kommentare schreiben. Aber ich fände, wenn wir so 2 Spiele pro Episode spielen, dann geht das, denke ich mal, in Ordnung. Jetzt geht's weiter gegen Düsseldorf. Wenn wir das gewinnen sollten, hätten wir vielleicht eine minimale Chance nochmal auf die Meisterschaft. Aber nun gut, ich denke mal, mit 0-0 ist die Meisterschaft sogar, glaube ich, sogar schon entschieden. Nehme ich natürlich mit, so ein 0-0 gegen Düsseldorf. Aber jetzt sind wir schon wieder auf Platz 3. Und wir sind aber Trainer des Monats. Nürnberg hat unentschieden gespielt, das heißt, falls wir jetzt gewinnen sollten, können wir an ihnen vorbeiziehen. Düsseldorf hat eigentlich die Meisterschaft so gut wie in der Tasche und wir verlieren. Wir verlieren auswärts gegen Jahn Regensburg. Und rein theoretisch kann uns sogar noch der HSV einholen. Ich gehe jetzt mal sehr stark davon aus, dass wir in die Relegation kommen. Davon werde ich aber kein Spiel selber spielen, falls wir da reinkommen. Ich werde jetzt das Spiel selber spielen gegen Karlsruhe. Wenn wir das gewinnen, dann sind wir halt safe in der Relegation. Und Nürnberg muss halt dann mal schauen, wie werden wir jetzt aufstellen. Ich denke mal, ich werde ganz klar nochmal Clement vorne auf die 10 packen. Und dann wird mir Hüsing nochmal spielen lassen. Er wird ja uns leider verlassen. Und ich gebe jetzt nochmal Kühlwetter, weil er eben mich sehr überzeugt hat, nochmal die Chance. Und ja, deswegen würde ich dann mal sagen, Bayer kommt noch mit auf die Bank. Und dann hoffen wir mal, dass wir jetzt gegen den KSC auch noch gewinnen können. Alles oder nichts jetzt hier heute. Das auswärts nicht, sondern natürlich zu Hause. Und ja, ich bin mal gespannt. Wir können ja auch in der Halbzeit gucken, wie es bei den anderen steht. Aber wie gesagt, solange wir gewinnen, haben die Relegation gesichert. Und wenn wir sogar vielleicht ein bisschen Glück haben, verliert Nürnberg und dann sind wir direkt aufgestiegen. Jetzt haben wir hier Brenet, der macht Meter auf den Außen. Setzt sich gut durch. Guter Ball. Da haben wir den Lattenschuss von Burnic. Stark von Clement nachgesetzt. Gut von Kühlwetter auf Burnic und wieder an den Pfosten. Das kannst du doch keinem erzählen. Burnic hat aber wieder die Kugel. Bringt den Ball nochmal rein. Und der Ball kommt fast zum Spieler, Mitspieler, ich wusste gerade nicht, wer es war. Oh, starker Ball raus auf den guten Cueto. Schippt den Ball in die Mitte, Hüsing hat den Ball aber. Ball kommt auf Wutas, der gibt den Ball ab auf Sessa und gute Ballade, Parade von Gersbeck. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, irgendwie Ecke kommt rein, von Sessa getreten, aber leider nichts. Vanicek auf Cueto und Müller ist da. Die erste Chance für den KSC. Also wir hätten schon eigentlich 1-0 führen müssen. Und jetzt kommt der KSC nach vorne und kann halt auch gut und gerne mit ihren fast ersten Chance das Tor machen. Wenn wir solche dummen Pässe spielen, dann ja, wird es nicht einfacher. Guter Ball. Wen haben wir da? Burnic. Burnic mit der Chance und Burnic mit dem verdienten 1-0. Natürlich bitter für den KSC, dass sie gerade eben so eine Riesenchance einfach liegen lassen und wir dann im direkten Gegenzug den Führungstreffer erzielen. Aber das nehmen wir natürlich safe mit. Das 1-0 durch Burnic hatte natürlich gerade eben schon die Riesenchance an den Pfosten und Latte, glaube ich, war das. Und ja, jetzt hat er sich endlich belohnen können. Kühlwetter, guter Ball raus auf den guten Busch.
der auch eine richtig starke Saison spielt. Warum kriegt er den anderen nicht ausgewählt? Kühlwetzer? Oh, schade. Clement jetzt mit dem Auge für den guten Cesar und er macht es 2:0 und damit sind wir zu 100% in der Relegation. Ich glaube nicht, dass wir uns das hier jetzt noch nehmen lassen werden. Linke Seite alles komplett frei und Cesar ein Kontakt vorgelegt, zweiter Kontakt Abschluss. Ecke von Clement auf den guten Kleindienst müsste es gewesen sein. Er belohnt sich ja auch noch mal mit einem Kopfballtreffer. Ich weiß jetzt nicht, ob ihm das jetzt noch krass hilft oder ob er überhaupt noch eine Chance hat gegen Appelkamp. Aber es werden wir gleich sehen. Es kommt nochmal Karlsruhe und Kevin Müller. Es ist so ein verdammter Goat, ey, ohne Scheiß, wie der hier uns rettet. Auch schon in der letzten Partie gegen Werder Bremen. Das ist unglaublich, was der eine Leistung zeigt. Und das war's. Ich weiß jetzt nicht, also die freuen sich zwar richtig krass, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir dadurch direkt aufgestiegen sind. Ich habe das jetzt so einfach mal übersprungen. Aber wir können jetzt mal gerade gucken, wie viel hat denn... Hallo, warum kann ich nicht runterscrollen? Wir haben es geschafft, wir sind aufgestiegen. Nürnberg hat eine Unentschieden gegen Schalke gespielt. Tim Kleindienst hat es leider nicht mehr geschafft, sich die Torjägerkrone zu holen, aber trotzdem... auf Platz 3 kann er sich auf jeden Fall zufrieden geben und wir spielen nächste Saison einfach in der ersten Bundesliga. Jetzt ist halt die Frage, ist unsere Mannschaft gut genug dafür? Wir müssen auf vielen Positionen was machen, wir müssen was in der Zentrale machen. Ich werde auch nächste Saison werde ich ganz klar mit einer 4-2-2-2 spielen. Wir werden dann auch Jatta holen, wie ihr das schon euch immer so gewünscht habt. Dann haben wir nämlich auch was dann für die Außen und trotzdem können dann zum Beispiel, könnt ihr dann Schöpner spielen, weil es ja eine Zehnerposition ist, so ungefähr. Dann würden, dann Cesar würde auf die Achterposition wandern. So würde es dann ungefähr aussehen. Wir brauchen auf jeden Fall dann noch was für die Flügel, vielleicht noch einen neuen Achter. Ich weiß nicht, ob das mit Wutas, ob das dann so klappt. Ich werde wahrscheinlich Raschel auch verkaufen. Wir brauchen einen neuen Innenverteidiger, weil Hüsing uns ja verlässt. Außenverteidiger sind, denke ich mal, bisher okay. Müssen wir halt gucken, wie sich noch Föhrenbach oder Brennetta, müssen wir uns von einem von den beiden trennen. Und ich weiß nicht, sollen wir einen neuen Keeper holen, ja oder nein? Müller hat zwar gute Leistung gebracht, aber er ist halt schon 31 mit einem 72er Rating, da müssen wir dann auf jeden Fall mal gucken. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat die erste Saison gefallen von der Heidenheim-Karriere. Falls ja, lasst sehr gerne ein Abo da und ein Like. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.